Herzlich willkommen zurück zu Return of the Obradin mit Aresu. Ich bin Aresu. Und hier haben wir noch eine Tür, die ich gar nicht geöffnet hatte vorher, ne? Okay, aber hier ist auch nichts. Aber das bedeutet, dass ich eventuell nicht alle Türen geöffnet habe. Obwohl, Moment, doch, die Tür habe ich schon geöffnet. Ja, klar. Ich kam nur aus einem ungewohnten Ort. Okay, wir sind gerade dabei zu ermitteln, wer die beiden Inder sind, die wir noch nicht identifiziert haben. Und angeblich helfen uns diese Leichen dabei. Na gut, es ist nicht unbedingt so, dass sie uns angeblich dabei helfen, aber... Okay, deswegen sind die Inder hier. Also, der eine Inder hier. Der andere ist schon tot. Ja, also... Zwei der Inder sind hier, zwei andere sind tot. Ich denke nicht, dass uns das hier hilft. Ja, was sind das für Monster? Woher kommen sie? Die Muschel muss geschützt werden. Wir werden alle sterben. Also das hier ist die eine Wache. Okay, das ist der... Moment, hatten wir... In der Crew, wenn wir mal nachgucken, wir hatten hier Chinesen an Bord, aber wir haben einige dort. Huang Li, Ji Shang, Li Hong und Wei Li. Ne, dann hilft uns das nicht weiter. Okay, dann gehen wir wohl zum nächsten. Auf dem Geschützdeck. Position der Leiche ist auf dem Geschützdeck zwischen den Treppen. Dann gehe ich wohl mal wieder runter. Oh, erst einmal muss ich hier raus, natürlich. Ach, da. Moment, bevor ich das mache, können wir ja erstmal... Ne, das ist das, wo wir eben waren. Ja, auf dem Hauptdeck. Wir wollen aber jetzt zu dem im Geschützdeck. Räumt das Deck, schafft die Boote, Achter aus und werft die Leichen über Bord. Rutscht ja nicht aus. Ja, und kurz danach ist er gestorben. Ja, Moment, hier sind... Ne, das hier ist keiner der Inder. So, das hier ist der, den wir gerade verfolgt haben. Ja, und wir wissen, dass er ausgerutscht ist, beziehungsweise von Fracht, also dieser Muschel dort. Vielleicht wurde er auch von der Muschel getötet. Beziehungsweise der Chrysaliden. Ich bin nicht ganz sicher. Okay. Versuchen wir es anders. Wir markieren seine Erinnerung. Ja, das dürften jetzt sehr viele gleich sein. Moment, haben wir überhaupt den richtigen markiert? Ja, ne? Ja, okay. Solomon Said ist an einer Krankheit gestorben. Der ist an einer Krankheit gestorben. Der hier ist gerade weggestorben. Das heißt, das hier ist der letzte verbleibende Inder. Und der würde auch zerquetscht von einer Bestie dann später. Hier den Druck halten, festhalten. Was ist das für ein Wahnsinn? 20 Jahre lang mein Stuart und nie. Okay. Er war dort unten mit bei. Dazu müssen wir in den Frachtraum runtergehen. Hier ist nicht der Frachtraum.
Das hier ist das Orlop-Deck und hier haben wir den Frachtraum. Genau, das war die Leiche. Das ist er nicht. Nein. Also da bringen sie die Kiste runter. Wahrscheinlich nicht das Beste für uns. Ja, das ist der gerade durch den Absturz hier gestorben ist. Und ja, er kümmert sich hier das letzte Mal um ihn. Wo ist der Rest von seinem Bein? Ja, gute Frage. Schafft ihn ins Lazarett mit diesen Dingern. Vielleicht kommt er noch zur Besinnung. Ja, okay, gehen wir zum nächsten Ort. Soldaten der Meere. Position der Leiche ist auf dem Hauptdeck. Dazu müssen wir erst einmal hier wieder raus. Ja, hier war die Tür ein klein bisschen versteckt, aber ich erinnere mich noch, wo sie war. Jetzt kommen wir zum langweiligen Teil des Let's Plays. Nicht unbedingt zum langweiligen Teil des Spiels. Aber jetzt müsst ihr euch damit abfinden, dass ich keine Ahnung habe, wie man ermittelt. Okay, Position der Leiche. An der Treppe direkt. Moment, dann. Nicht diese Treppe, oder? Achso, ne, Moment mal. Das hier ist falsch. Wir müssen hier hin. Okay. An dieser großen Treppe, beziehungsweise nicht der Treppe, sondern einer hiervon müsste das dann sein, ne? Achso, ne, Moment, der hier war es. Ha, genau. Soldaten der Meere, Teil 1 von 8. Wenn das die Person ist, die gesprochen hat, dann ist er der Chef der Mastgäste. Nicht wahr? Aber er ist nicht die Person, die gesprochen hat. Können wir sehen, wer hier gesprochen hat? Bei dem, da weiß ich immer noch nicht, wer er wirklich ist. Ich glaube nicht, dass ich hier recht habe mit Charles Miner. Der sieht aus, als könnte er kommandieren, aber sicher bin ich da definitiv nicht. Okay, aber vor allen Dingen, wo ist... Nein, wir suchen eigentlich gerade den Inder. Der sollte in dieser Erinnerung irgendwo sein. Also der sieht zumindest hier aus, als wäre er ein hohes Tier, ne? Was ist da los? Da würde ich gerne einfach so reinzoomen, zu sehen, was der da macht. Okay.
14 andere waren zugegen. Ja, der Inder sollte hier zugegen sein, ne? Moment, das ist nicht der Inder. Hier, der letzte Inder, der wird zerquetscht von der Bestie, aber noch nicht. Noch ist er irgendwie hier oben. Irgendwo hier oben. Den da bekomme ich nicht anvisiert. Jetzt habe ich dich. Ah, okay. Moment mal, das könnte eventuell einfach sein. Diese unbekannte Seele. Sierra Leone. Ah, nee. Obwohl, nein, das ist keiner der Inder. Das heißt... Vielleicht Hamadou Diom, vielleicht Maba. Omid Gul, ein Marsgast. Okay, der gehört hier hoch. Persisch, passt zur Kleidung. Ich weiß nicht, wie du gestorben bist, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass du Omid Gul bist. Okay. Aber wo ist... Okay, kann ich irgendwie zu denen da unten hinkommen? Nee, ne? Aber wahrscheinlich gehört der Inder zu den Leuten, die dort gezogen... Moment mal, dort hinten ist eine Leiter. Kann ich die Leiter hier runter? Na, du bist auch nicht der, den ich suche. Okay. Die Leiter ist blockiert. Leitern sind chronisch schlecht offenbar zu programmieren, deswegen... habe ich durchaus in Erwägung gezogen, dass ich einfach dort gerade das nicht anklicken konnte, obwohl ich es anklicken können sollte. Da kommen die Viecherse gerade nach oben, wie ich sehe. Moment mal. Dich kriege ich ins Visier, ne? Und ich denke, du könntest der Inder sein. Ich krieg dich aber doch nicht ins Visier. Okay, aber ich bin mir fast sicher, dass er das ist. Hilft uns aber jetzt auch nicht wirklich weiter. Das heißt, wir gehen zur nächsten Erinnerung. Auf dem Hauptdeck. Und dazu müssen wir zum Hauptdeck... wo ist das Ruder? Das wäre hilfreich. Moment. Der Stab an dem Stromschlag. Okay, dann haben wir hier Hauptdeck... Kapitänskajüte. Okay, auf der anderen Seite von der Kapitänskajüte. Also wenn man von der Kapitänskajüte kommt, nach rechts. Okay. Das ist die Kapitänskajüte, das heißt, die Leiche dort suche ich gerade. Und... Ne, ich weiß nicht, wer... Achso, doch. Nicolas Botteril. Okay, du bist gestorben. Gut zu wissen. Und hier haben wir unseren letzten Inder. Wir wissen, er war dabei, als Nicolas Botteril gestorben ist. Okay. Hilft uns das irgendwie? Noch nicht. Das heißt aber nicht, dass es uns nie helfen kann, ne? Nächste Erinnerung mit ihm. Ein Dämon... Okay.
Position dieser Leiche ist im Geschützdeck, wenn wir die Treppe hier runtergehen. Okay. Soldaten der Meere Teil 3. Schauen wir uns das also an. Dazu müssen wir allerdings zuerst einmal hier wieder raus. Und runter ins Geschützdeck. Das hier ist auf dem Hauptdeck. Nein, das hier ist nicht das, was wir wollen. Was wir wollen, ist das hier. Wurde von einer grässlichen Bestie durchbohrt. Ah, Moment, wir sehen hier, wo wir sind. Das ist gut. Das heißt, noch ein paar Schritte nach vorne und dann nach links. Das heißt, das hier sollte es sein, ne? Teil 3 von 8 von Soldaten der Meere, sehr gut. Ja, Nick, das hatten wir schon bestätigt. Gut, schauen wir mal. Was geht hier für? Los, Chef. Okay. Diese Person hier. Okay. Endemon. Ein Dämon. Okay. Das klingt französisch, ne? Das könnte sein, dass hier der Helfer mit bei ist. Moment. 6 andere waren zugegen. Wenn ja, dann wäre der Tätowierte nicht der Franzose. Obwohl, wir können andere Franzosen theoretisch noch haben. Ein Dämon könnte rein theoretisch auch Lars Linde gewesen sein. Ja, das gibt uns keine wirklichen Informationen. Okay, schauen wir uns also an, wo der Inder ist. Okay, das hier ist Lars Linde. Hallo. Der Inder war eben noch oben. Aber ich schätze, die sind alle nach unten gegangen. Nein, wo ist der Inder? Das ist er nicht. Das ist er nicht, dann wäre er ja tot. Das ist er nicht. Kann doch nicht so schwierig sein, den zu finden, oder? 6 andere waren zugegen. 1, 2, 3, 4, 5 und... Hoppala. 6 und natürlich die Leiche selbst. Okay. Eins. Zwei. Drei. Okay, wir haben 3 Leute hier. Keiner davon ist der Inder. Du bist tot. Du bist nicht der Ender. Du bist nicht der Ender. Ja, damit haben wir 6 Leute gefunden. Und rein theoretisch müsste hier noch... Entschuldigung. Ah, okay. Er hat sich hier oben an diesem Rad versteckt. Okay. Gut. Selbst wenn wir nicht vorankommen hier wirklich, sehen wir zumindest, was mit den Leuten passiert ist. Das ist doch schon mal interessant, ne? Edward Sport wurde von einer schrecklichen Bestie zerquetscht. Ja, okay. Wir wissen, wie der hier überlebt hat. Als die Chrysaliden nach unten gegangen sind,
hat er sich hier oben versteckt. Okay. Und dann kam irgendwann der Kraken. Und dafür müssen wir aufs Geschützdeck. Ich weiß ja, wo der ist, der Zeichner. Die Hoffnung wäre eben, dass der Inder auch irgendwann mal mit irgendwem spricht. Hier bin ich falsch. Ich wäre aufs Geschützdeck. Ich bin auf dem Geschützdeck. Dann bin ich hier richtig und... Entschuldigung. Ja, da hinten geht's lang. So. Hallo. Wie war der Name? Edward Spratt? Ja, Edward Spratt. Wir bekommen hier keine weiteren Infos, aber wir wissen, dass irgendwo der Ender ist. Und es sind 13 andere Leute zugegen. Moment, wissen wir schon, wer du bist? Nee, ne? Du bist nicht der Smoothie? Nee, du bist der Steward des ersten Offiziers. Oh, das erklärt, warum er Essen holt gerade. Okay. Die trinken. Hier kann ich nicht wirklich was sehen. Okay, die schlafen. Okay, dann schauen wir uns mal oben um. Ja, okay, dich kennen wir. Du bist einer der Mastleute. Nein, das ist gerade nicht, was wir suchen. Danke. Hier sehe ich noch keine Tentakel, die rumgreifen. Okay, hier haben wir den zweiten, nee, den dritten Offizier. Das ist Martin, ne? Ja, Martin Perrott mit seinem Diener. Hier schläft noch jemand. Wird uns eventuell einfach bei den Schlafenden angezeigt, wer sie sind. Also, dass sie zugegen sind, auch wenn wir sie nicht sehen können. Durchaus möglich, würde erklären, warum hier so viele Leute angezeigt werden. Obwohl wir nicht an so viele Orte gehen können. Okay, dann gehen wir zum nächsten Schritt. Und hier ist er gestorben. Auf dem Geschützdeck, wurde er zerquetscht. Dann drehen gerade 10 fertig. Nein. Okay, nein, das... Ja, wir sind dem gefolgt. Aber das hat uns nicht wirklich weitergebracht. Ich schätze, wir brauchen ein anderes Ziel dann. Eine andere Person, der wir folgen können. Ich schätze, die Offiziere könnten kein schlechter Ansatzpunkt sein. Und selbst wenn... wir keine Informationen haben. Ich habe es ja schon gesagt. Ich persönlich finde es gerade interessant, einfach nachzuverfolgen, wie ihr Leben auf der Obra Dinn verlief. Mir ist der Name des Bootes nicht entfallen. Nein, ich hatte ihn definitiv im Kopf. Gut, also, ich hoffe, es hat gefallen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin, lebt wohl, hinter die Kommentare und adios.